Takam Freunde bei Ark! Und einfach Dumbass! Und Dumba und aus der dritten Reihe. Er hat Ark gesagt. Ark. Ja, wir zocken Ark Tribe Wars. Wir haben mit dabei als. Abo. Genau. Abo. Als letztes Mal als letztes vorgestellt, diesmal als erstes. Der Dummbabbler. Hey. AKA Killer 13, AKA der Dummbabbler, AKA Killer 13, ey. Manche nenne ich auch der Dummbabbler. Du hast eine, wie heißt das, Wespenteile? Ich habe eine, ja, das ist modisch. Anschmiegsame Wespenteile. Okay. Sowas hat man heutzutage, sowas trägt man, sowas trägt die junge Dame heutzutage. Die junge Dame von Welt. Face. Der Bucklige, genau. Revano von Revano LP ist auch dabei. Yeah, hallo. Wie geht's? Yo, und die Smiley von SBZ Let's Play ist irgendwo. Hi Leute. Hi Smiley. Wo bist du? Hier hi, Smiley. Am Farmen. Ich bin hier, Baum. Ne? Ah, außen hinter vor dem Baum. Lager. Ah, okay. Mhm. Und der Onkel von Gamers Check LP. Yo, motherfucker, und heute geht's zum Drake-Themen, Alter. Ja, wir fangen heute an. Übrigens, ich bin der Erik. Hallo, Erik. Hast du meine Kiste gekackt? Ja, ich hab dir den Riesenhaufen reingeschossen. Wir sammeln fleißig, weil das letzte Mal haben wir ja gesagt, wir zähmen den Trike. Trike. Okay, also ich hätte eigentlich jetzt genug Schuss, um den Trike, Schachmatt zu setzen. Ich muss mich noch kurz richtig ausräumen, ich bin gleich soweit, beziehungsweise ich habe. Ich esse jetzt mal das Turtle-Ei. Aber Bären mitbringen, ne? Ah, Bären mitbringen? Mhm. Ja, die müssen wir den Trike. Ein Turtle-Ei. Jetzt habe ich die alle dem Dodo gegeben, was soll ich mitbringen? Nee, die schwarzen Bären. Die schwarzen. Narco-Berry. Ja, wir hauen alle rein. Leg die schwarzen Bären. Ach so, stimmt, die braucht man ja. Ah. Du hast doch Narkotikum. Ja, aber das wirkt bei Fleischfressern besser als bei den anderen. Ach so. Vom ja, 10, aber wenn wir es da haben, haben wir es da, weißt du? Klar, vor allen Dingen 30 statt 9, ne? Also ist ja, auch schon ein Unterschied. Und das ein bisschen länger hält es ja schon als kann ich Metall. Ey, dann mach das Ding, und wo ist er denn? Da ist er, ich schieße ihn schon mal an. Warte, ich stehe direkt vor seiner Schnauze. Fertig? Ja, deswegen habe ich gesagt, Smiley weg da. Ah, der kommt! Und er greift den Onkel an. Sehr geil, ich schieße auf ihn und er greift den Onkel an. Wir greifen nur mit Slingshot an, habe ich richtig verstanden. Wäre besser und dann schön auf den Kopf schießen. Oh, und er hat mich sterben, erwischt. Nicht sterben. Ja. Aus dem Teufelskreis, ja, Vorsicht. Ist halt doch noch dabei. So, komm mal her, du. Ja, jetzt ist er. Ja, jetzt ist er. Er liegt, okay. Und rennen wir den Scheißbären. Alles, alle Beeren rein. Habt ihr den schon umgeklatscht oder was? Ja, ja. Alle roten Beeren, alle blauen Beeren rein und das da und Narkotik. Okay, ich hab... Und die roten. Was ist mit den gelben? Die gelben nicht? Doch, die gelben auch, aber die brauchen wir eigentlich eher zum Färben, aber im Moment zählt das viel mehr. Okay, alles klar, ich hab alles reingestopft. Wer zählt das Ding? Mir ist egal, ich zähl's. Viel Spaß. Okay. Also wir können ja zusammen mal hinschauen, ne? Also, wir anderen holen halt Beeren und so weiter. Genau, ihr sammelt alle und ich überprüfe das Ding, dass es auch schön liegen bleibt. Da kriegst du 3 Millionen Fieber, kriegst du da. Genau, und vor allem... Dings, ja? Dieses andere, dieses Wumms. Aufwachmittel, das haben wir nicht. Doch, aber das ist, ja, ich hol das auch mal gerade. Boah, ich sammle hier nur Steine, ey, so dreckig hier. Ja, du bist ja auch bei den Steinen drin. Dreckige Steine hier. Warte mal, ich hab hier noch was für euch, das können wir mal mitnehmen. Boah, das sieht voll geil aus, ey. Ja, ein Triceratops, du bist so süß. Ich hab hier noch was, falls uns Lager... Hallo. Ja. Falls uns Lager geht, hier. Ach du Scheiße, jetzt hab ich verfaultes Fleisch gefressen. Sehr giftig. Das. Wo bin ich denn gerade? Das. That's not good. Das. Could be wrong. Because you must auf Toilette gehen öfters mal. Das und. Oh yeah. Das und vielleicht. Make a dick shiss. Aber der Revano freut sich. Alter, ich bin jetzt überladen, mir kann ich nicht tragen. So, den ganzen Mist könnt ihr mal mitnehmen hier. Hallo, Leute. Was spricht dich aus? Was? Wenn ihr rein. Ich habe hier schon mal was hingelegt, das könnt ihr mal alles mit reinnehmen ins Lager, wenn ihr reingeht. Ich nehme nichts von fremden Männern an. Ich stopfe jetzt noch ein paar Bären rein, oder? Ist es schon zu spät? Nee, hau rein, das dauert jetzt 3 Stunden. Da liegen auch Steine drin. Also ihr habt jetzt die nächsten 3 Stunden Spaß, wie gesagt. Was ist da auch 3 Stunden? Was wie geht T-Rex dauert bis zu 6 Stunden. Ja. Um Himmels Willen, Kinder, ich würde sagen, wir reiten uns einfach. Na, Moment, nicht gegenseitig. Wir reiten auf Luft. Oh, wir reiten uns. Ja, ich hab's aber gar nicht richtig ausgesprochen. Ich hab nur. Ja.
gedacht. Er hat nur dran gedacht. Killer. Killer. Okay, ich werde ihn jetzt ein bisschen auf, ich werde ihn jetzt ein bisschen aufwecken. Nein, ja, warum? Und jetzt, was macht also wie? Um den runter zu hungern. Dann rastet genau. Aus. Nee, du wächst ihn auf, hungerst ihn runter und dann kickst du das Narkotik rein, dann geht's besser. Richtig. Oh, okay. Und ein Trick. Ihr könnt mir ja mal noch Stimberry-Dings. Ihr habt doch auch dieses Zeug gemacht, dieses. Ja, dieses Stimulanz, ich bring dir das. Okay. Ich mach nur gerade noch ein paar Pfeile. Da liegt ein Stein im Trizi. Ja, genau. Dem liegt was schwer im Magen. Raus. Der sieht geil aus. Guck mal, wie der schmatzt und schmatzt hier geil, was, oder? Was liegt da nicht hier? Da war nur deine Stimme. Ja, aber der haut sich hier gerade. Jetzt voll. Ist er wieder da. Wie war ich gerade weg, oder was? Ja, so ganz leise. Ey, das Gras ist gewachsen gerade in 10 Sekunden, merkst du es? und wie, manche Erik. Leute würden sich freuen. Und wie, Erik, wie ich bin der Erik. Wie ist diese Tame in Gestalt? Erik, also diese... komm mal kurz zu deiner Kiste. Also du musst du... Ja, ich bin jetzt bei dem im Inventar, also wenn du hier reingehst, hast du doch diese Bären drin und dann hast du unten... Kannst lass du die kurz immer... mal klären. Ja, genau, da hast du zum Beispiel, die schwarzen Bären sind Narkotibären. Du hast ja. Unten, siehst du doch die Angst... Du siehst doch unten die Anzeige Turpor, oder wie die heißt, Turpor, genau. Ja, ganz so. Und das ja, ist ja. Dieses, wie verschlafen er ist. Okay. 460 ist er komplett eingeschlafen und weiter unten, dann wacht er langsam wieder auf. So, mit den weißen Bären, mit den Stimberries, kann ich den bei Remote Use Item, kann ich den ein bisschen immer aufwecken. Erik? Ja. In die Kiste oder was? Ich sehe schon. Und dann geht auch sein Hunger oben runter, ja. Food. Siehst du oben, Food ist sein Hunger. Das andere ist ja gelb. So, und wenn er dann weit runter gehungert ist, dann kann ich wieder Narkotikbären, das sind die schwarzen. Ja. Und dann später gebe ich ihn einfach so Bären, weil das ist ein Pflanzenfresser. Ja. Und wenn ich dem dann Bären gebe, fühlt sich dann dieses Tame-Level. Tame. Also du tust ihn sozusagen nett füttern. Das Tame-Level siehst du jetzt nur du oder ist das, nee, was das hier draußen jeder sieht? Genau, das Lieder eine. Ah, okay. Ja, und wenn du es dann fertig getamed hast, musst du dann irgendwas machen, final, dass es dir gehört, also dieses, oder kann dann da jeder drauf rumreiten? Oder wie dieses, dieser lilane Streifen, das ist der City, das ist der da liegt das, unmächtig ist. Kriegst ja. Und unten drunter der Taming ist orange. Genau, ja, und wenn der lecker. Voll ist, also der läuft jetzt von kann alleine voll, benutzen. Du musst ja nicht bei ihm stehen bleiben eigentlich. Ja. Smiley, wie viel Pfeile hast du? Ich muss gucken, dass er halt nicht auf... 20, jetzt 20. Immer, 20. Um das okay. Zu beschleunigen, tue ich ihn jetzt immer wieder aufwecken und wieder einschläfern und da geht das, dieses Hungerlevel schneller runter. Ich sehe cool aus. Achso, dann geht es einfach schneller, okay. Ich sammle gerade noch Bären, dass du. Also, ich schmeiß einfach dann alle Bären wieder in das Viech rein. Scheiße. Habt einer Wasser irgendwie hier? Oh, kacke. Ich habe auch kein Wasser mehr. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ich hab gerade voll verpennt, ey. Und wie lange kann das dauern, das Taming von dem Vieh? Also, das Vieh waren 2-3 Stunden, ne? Also, wir werden jetzt hier 2-3 Stunden verbringen. Ich hau dir jetzt das Zeug da rein. Ja, aber kann das dann auch einfach mal. Nimm die Stimberries wieder mit und dann kannst du hier Stimulant nehmen, okay? Genau, da kannst du auch oben die Narco-Berries mitnehmen. In dem Tracker, da sind noch Narco-Berries. Ja, und da mache ich dann bessere Dings. Und ich nehme auch die gelben Beeren mit, da können wir nämlich noch Dings machen. Oder und wenn das Viech aus Versehen zwischendrin aufweckt, weil man dann aufwacht, wenn man nicht da war, was ist dann? Muss man das dann, also fängt sie wieder von vorne an? Dann musst du nochmal neu anfangen, ja. Um Himmels Willen, Onkel, bleib schön dabei. Genau. Das ist also, das hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Erik, hast du zufällig Fleisch oder so? Ich sag grad, T-Rex dauert bis 4-6 Stunden. Ich muss was essen. Jetzt hat hier wieder jemand Narco-Berries rein. Dann könnt ihr euch ja dann nochmal wegholen. Ihr seht's ja dann. Ja, das war ich. Brauchst du nicht mehr? Ja, nee, mach. Die Narco-Berries. Ah, okay. Ich wollte jetzt gerade alle Berries wieder rein. Smiley macht gerade das Dings. Feuer an in der Butze. Da kann sie dir Fleisch geben. Ja, ich brauche nämlich was. Der meiner, der hat schon einen blöden Magen, damit ich ordentlich... Wenn du nächstes Mal runter zum Wasser gehst, nimm bitte die Watersäcke mit und füll die auf, dann können wir nämlich noch Farbe machen. Okay? Und es wäre nett, wenn ihr mir vielleicht auch ein bisschen was zu essen mitbringt. Ja. Ja. Onkel, kann ich jetzt einfach alle Bären bei dir in das Viech reinpacken, oder wie war das? Ja, mach nur. Oh, ja. Wenn Erik dann kommt, kann er sich ja die Narkotikbären wieder rausnehmen. Das ist ja kein Ding. Ich kann sagen, wenn Erik kommt. Ja, ich bin hier. Hinter dir liegen 3 Stück auf Fleisch. Eins? Achso, das waren schon 3. Okay, danke dir. Bitte. Zieh ich oh, mir Spoiled rein, Meat. Ja. Ah, ich hab jetzt übelste Rumpf. Spoiled Meat bitte in den Mortar und Pestor. Das übelste Rumpfsteak. Also in dieses komische, weil da kann ich dann Spoiled Meat und diese schwarzen Beeren, die machst du da rein. Warte, Killer. Irgendeiner von euch. Mal ganz wenn kurz, rüber, lass mich... Ja. Was, sprich doch. Ja, ihr redet aber alle durcheinander. Also Killer, gehst du jetzt gerade zurück zu diesem komischen Motor? Ich stehe gerade genau vor dir. Ja, ich weiß, aber willst du gerade zurückgehen? Weil ja, ich würde jetzt zurückgehen.
Gut, dann kannst du die Marco Berries und diese Stim Berries gleich wieder mitnehmen. Die kannst du auch mit dem Motor stecken. Sieht so geil aus. Komm mal runter. Die brauchst du nicht mehr, oder wie? Die kommen mit in den Norden. Was? Die komm mal runter und bring dir Fleisch mit. Das ist nett. So, ich renn mal. Ich renn mal jetzt zurück. Ich hab die Berries rausgeholt, die Stim und die Narco. Und die machst du zusammen mit dem verrotteten Fleisch in den Mortar und Pestor. Ja. Ich frage mich gerade, ob Smiley das Sinn macht. Genau hier hin. Und da drunter und dann einfach da rein. Das bin ich. Was macht Sinn? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, den kannst du ja gar nicht runterhungern, wenn die Bären drin sind, oder nicht? Also, doch, das geht. Ja. Aber nicht so gut halt, ne? Gibt's hier irgendwo Fleisch? Nee, normalerweise sind noch die Bären alle draußen. Im Feuer müsste Fleisch läuft, sein. Läuft. Das ist so laufend. Ich brauch Flints, ey, scheiße. Ich brauch Flints. Triceratops wird gezählt. Du kannst ja das, was du mir geben, was trinken. Was du mir geben willst, einfach in den Triceratops reinstecken. Dann kann ich mir drüben. Achso, ich hab's vor dich geschmissen. Wer denn? Was? Da steht Put Food into the Triceratops. Guck mal, dein Timing geht weg. Du musst den regelmäßig narkotisieren. Ja, Jetzt ist der Timing schon wieder weg, was du gerade angesammelt hast. Ganz ruhig bleiben. Ist ja extrem krass, ey. Echt? Komplett weg? Das war doch schon fast bei der. Ja, ich hab die Bären rausgenommen wieder, weil du musst am besten klappt, wenn du ganz runter hungerst. Okay, aber es ist alles, es läuft alles noch. Ja. Solange er schläft. Dann schlage ich mal ein. Oh, Dodo Level 45, ist das jetzt ein Problem oder kann ich ihn trotzdem machen? Ja, der beißt ein bisschen, der zwickt dir an die Eier und dann geht er. Der schnabbelt dir den Schnabel ab. Gleich, liegt der Dumba da mit seinem Kadaverkörper. Ich glaube, Dodo ist das Einzige, wo du hier absolut keine Angst davor haben musst. Scheiße, ich brauche eine weiße Mütze. Ja, beim Zehen brauchen wir weiße Mütze. Ich habe dir eine reingelegt. Kannst du holen, kannst du meine holen. Ach, ihr habt hier zwei Triceratoren? Hier hinten ist auch noch einer. Ach so, stimmt, ich brauche auch noch eine weiße Mütze. Quatsch. Das hilft dir ja eigentlich. Oder ist nur der... Ich bin gerade verwirrt, alles gut. So, dann braucht der Revano aber auch eine. Weiße Mütze brauchst du. Hast du eine weiße Mütze? Ey, kannst du selber Mützen machen. 10 Fieber. Mütze, Glatze, Mütze. Ich mach dir eine, Mann. Ich mach dir eine. Ich hab schon und ich schmeiß dir auch. Jetzt hab ich die extra an der Dings über. Drück ab! Knallt sie alle! Geht nicht. Nein. Ich will deine Mütze aufziehen. Okay, das finde ich geil. Endlich mal jemand mit Geschmack hier, ey. Guck mal her. Ja, komm her. Wo ist er denn? Ja, ich bin beim Strike. Hinterher! Verfolgt mich. Warte. Ja, ich bin so gelb, ne? Warte mal kurz, ich hab dir auch einen Ball da liegt doch. Du willst doch immer Köttel hier. Bitteschön. Und ich besahm dich auch noch ein bisschen hier. Darf ich noch mal ganz kurz einen Kill erklären? Ja, bitteschön. Und zwar mit diesen weißen Mützen. Also bei 10 sollen wir immer weiße Mützen aufsetzen. Das bedeutet dann, die Leute, die ab uns Level sehen, 15. Die wissen, ab Level 15. Dass man nicht gefesselt wird, das ist schon. Genau, dann ist das neutrale Farbe sozusagen. Dann kommen die nicht mit den dicken Knobus an hier und verkloppen uns, ey. Ja. Und dieser Dilo, den wir jetzt gerade zähmen, den dürfen die auch nicht killen oder so. Also. Okay. Und was hatten die? Und die haben aber schon mal hier bei euch was mit einem anderen Dino zusammen ramisiert? Also haben die euch schon mal... Die haben bei uns ins Lager reingeguckt. Das Rekrutenlager, was hier noch hier ist. Ein paar Zehn angucken bei mir oder so, oder bei Onkel, dann siehst du das. Ja, da ist, die sind, ja, was passiert ist, also die kamen mit einem T-Rex. Ja. Und wollten und haben unser Lager entdeckt und wollten uns das Lager angucken und sind mit dem T-Rex und sind zwischen den Felsen stecken geblieben. Und haben dabei uns die Hälfte von den Häusern zerstört und unseren Dodo gekillt. Oh nein. Den kleinen Fridge, ey. Naja. Deswegen heißt das andere Teil auch Dodo-Killer, T-Rex-Killer. Ja, der wird ausgebildet, diesen T-Rex zu killen. Der ist ein Bruder. Genau, Bockwurst. Grünes Licht, könnt ihr das nicht auch holen? Ja, ab 15, ich kann's holen. Achso, machst du jetzt noch ein Part mit oder nicht? Nee, geht doch nicht mehr von der Zeit her. Achso. Es ist schon länger, als ich eigentlich eingeplant hatte. Dann müssen wir dieses grüne Licht sausen lassen. Okay, warte mal, wo ist denn das grüne Licht? Hier hinten, gleich hier hinten um die Ecke. Ey, das krieg ich doch gerade. Ich zieh mir gerade mein gelbes Mützchen auf und dann laufe ich da mal hin und dann hole ich das und dann komme ich wieder. Alter, gelbes Mützchen hast du? Aber na gut, okay, da warten wir noch. Gelbe Unabrux. Der ist ja direkt Killer, hier von um die Ecke. Ich bin hier bei unserem Viech, das hier rumliegt und beobachte es. Ja, du musst immer auf deine Ressourcen gucken, dass du genug zu essen und trinken hast, ne? Sonst stirbst du auch. Ja, ich weiß. Also ich hab noch 12 Fleisch am Start und Getränke habe ich auch noch alles. Ist ja voll versorgt, ey. Alles ist ultra gut. Ich glaube, der Killer hat Survival-Erfahrung. Ja, ist absolut in Ordnung. Ich wollte ja nur nicht, ich hab da vorhin nämlich auch vergessen.
dass sowas gibt. Und dann hatte, ja, dann ist mir der Bein gebrochen, weil ich Durst hatte, weißt du? Auch immer. Das ist auch normal. Ich kann nicht mehr Durst, ich nehme jetzt ein Bein, dann geht's mir besser. Ja, genau, ein bisschen Blut austrinken, dann geht das wieder. Wie war das nochmal? Passt dich den Gegebenheiten an, oder? Ja, genau, dann humpel ich halt zum Wasserloch, ist ja kein Problem. Genau. Ah, aber hier ist das schon unten, ja. Aber ich wusste auch nicht, dass Essen und Trinken und so Beinbrüche halte. Boah, das ist auch noch unten. Ich glaube, ich kotze ab. Den seine Energie ist aber auch ganz schön runter von dem Trike, ne? Also ja, ihr habt ja drauf geprügelt da mit den Steinen, ihr alten Schlinger, ihr. Wie willst du denn das unmächtig kriegen? Weggeslingt hier, ja, der arme Triceratops. Aber das geht schön, zu 15 Trike. Mach mal alle, dann bist du eigentlich noch. Ja. 2 Minuten tot. Ach, scheiße, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich überlege gerade, was ich noch lernen soll an diesen, von diesen Anagrammen. Nein, stirb nicht! Nur die ersten drei, also Campfire und die zwei, den Speer und die Axt. Sonst brauche ich ja nichts eigentlich, oder? Was hast du gesagt, Killer? Ich habe nur die ersten drei bei Anagrammen. Also ich habe das Campfire, dann dieses Stone Hatchet und den Speer. Und sonst doch gar nichts, weil der Rest ist ja, sind ja Klamotten, die ich nicht brauche. Spar dir auf jeden Fall, oh, zweimal Large Storage Box und einen Cooking Pot. Sehr geil. Spar dir die Punkte. Ja, weil, das mal, ich habe ja, viele. Weil du brauchst die auf jeden Fall später. Also gibt's ja auch noch Rezepte und alles. Ja, genau, okay, den ganzen Scheiß hier brauche ich eigentlich nicht. Das alles, was jetzt gerade kommt, bis Wooden Wall. Wie gesagt, die Standardausrüstung wie Klamotten. Ah, oder das Sleeping Bag wäre nicht schlecht, ne? Das ist vielleicht gar nicht so. Ja, wäre besser, wenn man Höhlen. Schon, aber. Ja, aber wäre besser, wenn du Höhlen irgendwie besuchst oder so. Ich sehe nichts, krass, ist so hoch. Stirb endlich, du verkackter Dodo, ey. Das Level 60 Dodo, Alter. Jo. Wenn sich welche unterhalten und das ist kein Beitrag zu der Unterhaltung, dann sei doch bitte still. Ich bin doch still. Weil das Durcheinanderquatschen ist echt mega nervig. Was soll ich denn sagen? Da war gerade. Boah, nimm den Kackeball auf, ey. Das gibt's doch gar nicht. Was soll ich denn sagen? Nix. Was soll ich denn sagen, damit ich still sein kann? Ja, eben. Okay. Das kann ich nicht. Das ist, der versteht mich nicht. Mein Headset zwingt mich dazu. Das Headset spricht von alleine. Ja, wenn ich nicht rede, kriege ich Elektroschocks. Psst. Ah! Ja! Ah! Ich rede ja schon! Ah! Ich mach grad noch hier die Dodos weg. Und dann komm ich zurück und dann machen wir einen Break. Ich hab einen Break. Alter, ich hab grad gekackt, ja, das muss ich natürlich mitnehmen. Ja, dir bring ich auch noch Scheiße vorbei. Gute Ware kann man nicht liegen lassen, ey. Ich hab auch noch ein bisschen Scheiße dabei, ich werde direkt wieder in die Kiste stopfen. Ja. Wirf ihn damit, das macht ihn geil. Ja, kann man das schmeißen, ich hab Schiss, dass ich dann einfach esse. Er stinkt. Wenn du isst, wirst du sehr schnell sterben. Ja, deswegen. Kann ich die Scheiße auf eine Taste legen und dann anklicken und dann habe ich sie in der Hand oder esse ich sie dann? Du isst sie dann. Ja, das ist schlecht, das würde sie gerne schmeißen. Scheiße. Ich würde sie gerne nicht mal anderen essen lassen. Es gibt Afterball. Afterball bedeutet, du nimmst das und wirfst jemanden ab damit. Ja, gibt's auch ein paar Regeln, also. Das Spiel disst mich gerade ein bisschen, liebe Leute. Egal, wo ich langlatsche, habe ich Das Leben disst dich. Ja, schon wieder, ach, ey. Ja. Übelst sieht das aus. Ich habe auch immer ganz großes Gras. Hast du die? Ich würde sagen, dass der Sommer YouTube übelst ist, weil alles einfach voll klicktechnisch ekelig einbricht. Das ist bei euch auch ähnlich. Das ist normal, aber wenn draußen Sonne ist, Sommer, ist Sonne, echt, Sonnenschein. Ist echt bitter, oder? Kannst du es nicht einfach in eine Eiszeit geben oder sowas? Heide, nein. Dass die Leute gucke. Nee, Quatsch, ist ja auch schön im Sommer und sowas. Aber es ist schon, man spürt es, ne? Man spürt es schon. Kann es spielen. Hast du eigentlich Facecam an? Nee, die wäre jetzt auch schon längst vollgelaufen. Kaputt. Nee, die wäre direkt vollgelaufen. Ich habe da eine Karte drin, damit kann ich, glaube ich, 30 Minuten aufnehmen. Und dann, da ist nur eine ganz winzige, weiß ich wie viel Gigabyte Karte drin. Eine Speicherkarte. Du musst den mehr temmen. Onkel, ich schmeiß noch Kram rein. Du musst den mehr temmen. Du bist ein mehr narkotisieren. Oh nein, ich dehydriere. Ja, das ist doch gerade erstmal 100 runter. Ihr wollt ja bewusst was machen, rein. Oder? Der kleine Triceratops. So Revano, wo bist du? Ich bin hier, in der Base. Brauchst du mich, warte, oder? Ich hab noch Scheiße für dich. Der Scheißfass ist voll. Hast du noch so einen Pott, ey? Das muss ich gleich nochmal einen bauen. Nee, den muss der Dings bauen. Du musst den bauen. Ja, warte, hier, ich hab... Ja, aber warte. Ja, es ist, Moment, es ist. Jetzt warte doch mal! Es ist absolut übel, dass sie gar. Ma, was ist das denn hier? Zum da liegt hier Kacke. Nee, nicht zum Kotzen. Scheiße ist das. Könntet ihr mir mal 2 Hide mitbringen? Ja. Danke für die Kacke. Beziehungsweise wir machen jetzt gleich einen Break. So. Achso, du hast schon. Also bring mir das dann bitte mal Revano mit. Den Hide. Ich
Brauchst du jetzt schon Rotten? Jo, mach ich halt. Heute noch, oder? Wie sieht denn das aus mit Pfeil und Bogen? So eine Schildkröte killen, geht es schnell? Also ich muss sagen, ich habe mit der Slingshot eigentlich bessere Erfahrung. Wenn du auf den Kopf triffst, klappt die eher um. Ja, und dann kannst du sie tothacken. Geht schneller als mit dem Pfeil und Bogen, weil da habe ich nämlich gerade extrem viele Pfeile, ich glaube 18 oder so, verballert. Da hat das nicht so wirklich funktioniert. Warst du dann down oder hast du 18 Pfeile verballert? Und dann war sie tot, ja. Aber du brauchst hier, halt extrem lange, um die Pfeile zu machen. Das ist halt das, weißt du, was ich meine? Alles klar, ja, okay. Da gibt es jetzt schon größere Aufbewahrungskisten, ne? Die kann der Bauarbeiter eigentlich auch nochmal bauen, ne? Ja, die habe ich doch, diese Large Storage Box, ja, habe ich doch gerade zwei Stück hier reingemacht. Sehr schön, weil die sind echt gut, Höhere Qualität. Aber ich würde erst sagen, der Bauarbeiter baut zunächst erstmal das Dings da. Hier, wie heißt das? Wooden Fetch hier. Ja, genau, ich fange dann, wenn der Trike fertig ist, fangen wir dann das Haus an. Das Haupthaus. Das oder? Haupthaus. Das Metall bitte rüber. Hat einer gerade zufällig Holz für mich? Ein bisschen Holz? Ich hab hier zwei. Ist doch in der Kiste. So Holz. Welche? Ganz links müsste sein. Ah ja, ich sehe, super geil. Ah, ich will nämlich noch so einen Komposthaufen bauen. Ich will. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Nee, ich muss ja die Kacke lagern können, weißt du? Alter Verwalter, bist du ekelhaft. Ja, ja. Leute, macht das auch einen Unterschied, welche Waffe ich benutze oder welches Werkzeug bei Tieren? Ja. Habe ich die Axt oder die Bums? Obwohl ich sagen muss, also man sagt, dass es einen Unterschied hat, aber ich finde immer keinen Unterschied. Man sagt, er habe magische Kräfte. Ah, okay, das habe ich auch schon oft gehört. Smiley, ich habe Hyde dabei. Was ich aber noch frage, wenn ihr jetzt zu dritt oder zu viert drin seid, oder zu dritt, ja, wir sind drin. Und ich penne in meiner Bude und wir werden angegriffen, werden Leute, die schlafen, getötet? Nein. Weil es. Nee, ne? Eigentlich laut der Regel, weil die Regeln an sich sind ja. Nein, Tode. Schlafende dürfen nicht getötet werden. Schlafende dürfen generell nicht getötet werden? Richtig. Ah, okay. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich hab das am Anfang nicht gewusst, dass die das hier auch. In diesem Spiel haben. Erik, der hat nicht geschlafen, ne? Und das ist schon irgendwie kacke mit der Pennerei. Ja, und man liegt dann niemand gesehen. Okay. Wir vergessen alles, was ich gesagt habe. So, hier ist dein Hyde, Onkel, ne? Ich hab dir mal 20 hineingestopft. So. Ich leg mich mal in meine Butze und dann würde ich nämlich sagen. Ich will das scheiß Ding hier bauen, warum macht ihr das nicht? Habe ich noch irgendwas, was ihr gebrauchen könntet? Die Pfeile vielleicht. Warum nicht? Mann, wieso geht das nicht? Ich leg in die eine Kiste noch 30 Pfeile, dann habe ich 20er Stack und ihr habt dann noch 30 Pfeile zur Verfügung. Nice. Pass auf, ich gebe mal was raus. Achso, ich gehe noch da zur Zeit, okay. Ich bin gerade wieder fortgeschloppt. Ach, gehst du ins Lager? Ja, warte, ich kann zurück, ich bin noch nicht weit. Ja, eben. Ich habe nur gerade ein paar Steine aufgesammelt. Ich habe diese eine Schildkröte eben gekillt, ne, mit der Slingshot-Taktik. Warte, ich schau dir jetzt mal hier raus, was du mitnehmen kannst. Scheiße. Ich kann keinen Komposthaufen mehr bauen und ich weiß nicht warum. Alter, schau mal. So, ich leg mich jetzt in die Butze. Ah, jetzt. Und das noch. Also am besten legt man sich immer hin, ne? Wenn ich es richtig verstehe, in sein Haus, bevor man ausmacht. Ja. Obwohl man eigentlich eh nicht gekillt werden darf. Eigentlich. Ja, aber grundsätzlich ist es besser, wenn du in deinem eigenen Haus lebst und dann, jo. Ah, ja, klar, dafür sind sie ja, sonst machen sie ja. Genau, also wenn du irgendwo dich hinlegst und dann dich beschwerst, dass dich jemand killt, dann. Bin ich selber schuld. Genau, ja, also ich leg mich auch nicht in die Bärenhöhle und beschwer mich, wenn mich dann der Bär frisst. Also, ja, klar, oder wenn ich mich bei dir reinlege und du auf mich draufkackst, ne? Das ist natürlich. Ja, gut, das ist. Ja, dann kommst du aber in Revanos Kiste. Ja. Dann kommst du selber in Revanos Kiste, weil er hat dann keinen Unterschied mehr zwischen dem Kackhaufen und deinem Gesicht. Also. Ja, ich weiß, ich hab den Charakter. Wenn du dich dann da drin wälzt und so, weißt du, was ich meine? Und dann sagst, guck mal hier, Revano, lass uns kuscheln oder so. Wenn er es dann antrocknet, dann ist es dann richtig geil, wenn es knuspert. Ja, genau. Und wenn es knuspert, genau. Der knuspert wieder. Ja. Lecker! Aber zum Ich hoffe, die Zuschauer essen gerade nichts, ey. Aber zum Abschluss des Parts noch ein wunderschönes Thema gefunden. Okay. Ja. Ey, geil, ich hab nach Kodi-Bärensamen gekriegt. Jo. Bärensamen. Ja, die gibt's ziemlich selten. Ich hab drei Stück habe ich jetzt. Ich hab jetzt drei Kompostdinger da, die jetzt gerade. So, Leute, ich mach mich auf. Ja, wir machen jetzt mal die Party zu Ende, genau. Also, ey, der Part ist so zu Ende. Der Part. Deswegen mach ich mich auf. Ach so. Bis dahin, Leute. Tschüss. Achso, ciao. Ciao. Abo.